Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von timetodo.ch. In unserer Ausrichtung Perspektive Mensch schauen wir als erstes auf Dinge, die uns gut tun. In unserer Welt gibt es leider viele, viele Einflüsse, ob das um uns herum ist mittels Frequenzen, ob das irgendwelche Abstrahlungen von Produkten sind. Wir haben vor Jahren über Skandale gehört von Ausdunstung, von Holzschutzmitteln und alles Mögliche. Alles Abgase, Frequenzen, irgendwelche Stoffe, die ausdunsten, wirkt auf unseren Körper, wirkt auf unsere Psyche und die ganzen Wechselwirkungen von den ganzen machen nochmal ein Übriges. Und jetzt steht der Mensch da, ich sag immer so, stell dir vor, so ein kleines, nacktes Menschlein steht da und um ihn rum geht lauter Theater ab. Erstens merken wir es oft nicht, zweitens haben wir keine Information, wir wissen nicht, was uns beeinflusst und drittens haben wir immer dann mit dem Ergebnis zu kämpfen, wenn es uns plötzlich schlecht geht. Aber es gibt auch andere Wege. Zum ersten Mal habe ich von einem Unternehmen gehört, was 3O hintereinander nach im Namen hat. Da habe ich gesagt, das ist falsch geschrieben. Da habe ich gesagt, nee, das gehört so. Da habe ich gesagt, okay, das war für mich schon mal ein Grund, da genauer hinzuschauen, weil das sieht man auch nicht alle Tage. Und ich freue mich natürlich, dass der Chef des Unternehmens die Zeit gefunden hat, einmal zu uns in die Schweiz zu kommen und die ganze Entwicklung des Unternehmens, den Hintergrund und wo die Zukunft hingehen soll, Ihnen zu Hause vorzustellen. Dazu begrüße ich herzlich willkommen Nikolaus Lackner von Blooming. Blooming Life, ganz genau. Wunderbar. Genau. Ja, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch, Norbert. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Es ist dir vorausgeeilt, dass ich immer wieder gehört habe von Menschen, vor allen Dingen auch Menschen, die ich über Jahre kennengelernt habe und die mir nahe stehen, die plötzlich an dein Produkt gekommen sind, ohne dass ich überhaupt das wusste und plötzlich angefangen haben, mir zu berichten, was sie für tolle Reaktionen haben und wie sie sich gut fühlen. Gehen wir mal ganz zurück im Buch zum Anfang. Wie bist du überhaupt auf diese gesamten Überlegungen gekommen, einen Sternenlotus zu machen, verschiedene Medaillons, verschiedene Dinge, die uns im Wohnraum unterstützen und so weiter? Wie kamst du zum Unternehmen? Wie kamst du zu der Idee? Also grundsätzlich ist diese Reise eine sehr lange. Ich habe mich schon als kleiner Junge mit diesen Themen beschäftigt und habe damals schon Bücher über Mystik gelesen, über die ägyptischen Pyramiden und so weiter. Und habe dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen zunächst, auch aufgrund von gesellschaftlichen Vorgaben, auch aufgrund des Elternhauses. Und habe dann klassisch einen Karriereweg eingeschlagen. Ja, ich war dann unter anderem auch Journalist. Und bis das Leben dann mich auf diesen anderen Weg gezwungen hat und endlich gesagt hat, so Nikolaus, jetzt machst du wirklich das, was in dir ist. Ja, und gibst das in die Welt, wofür du hier bist. Und dann habe ich mich wirklich damals mit einem schweren Burnout in die Knie gezwungen. Wow. Konnte monatelang auch nicht mehr aufstehen. Und das war die Zäsur. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich gesagt, so, ich mache nur noch das, was mein Herz mir sagt. Und habe dann intensiv mich begonnen, mit Frequenzen zu beschäftigen. Und und letztendlich ist dann über die Jahre hin auch der Sternenlotus entstanden. Ich habe immer ursprünglich ein Produkt gesucht, das die Qualität von Lebensmitteln erhält, ja, von der Herstellung bis zum Menschen selbst. Ja, und diese Qualität ist, wie wir wissen, mittlerweile gar nicht mehr gut aufgrund verschiedenster Einflüsse, vor allen Dingen eben auch Mobilfunk. Ja. Das war der Ausgangspunkt. Und letztendlich ist es dann eine Entwicklung geworden, die viel mehr ist als nur etwas, was nicht nur Mobilfunk abschirmt, sondern was diese Energien sogar nutzt und uns letztendlich als Multifunktionstool auf allen Ebenen zur Verfügung steht und nicht nur im Frequenzbereich wirkt, sondern vor allen Dingen auch ganzheitlich wirkt und uns unterstützt und hilft, uns wieder daran zu erinnern, wer wir wirklich sind, ja, um letztendlich voll in unsere Kraft zu kommen und unser ganzes Potenzial, das in uns schlummert, wirklich endlich auch hier zu leben, oder? Nichts anderes ist auch Transformation, diese Zeit, in der wir uns befinden. Es geht darum, dass wir uns ausdehnen, dass wir wieder groß sind, ja. Und dafür ist der Sternenlotus da, ja. Dafür ist er entwickelt und darf jetzt zu den Menschen kommen. Ich meine, Entschuldigung, in den ganzen Thematiken, wenn es um Frequenzen geht, gibt es ja
ein Riesenspektrum. Ich bringe mal ein Beispiel. 432 Hertz wäre eine sogenannte Ruhe- oder göttliche Frequenz. 440 Hertz ist eine Chaosfrequenz. So. Die Zuschauer draußen sagen jetzt, was? Und sage ich, ja, wenn man sich nie damit beschäftigt, kommt man natürlich da auch nicht drauf. Es gibt Frequenzen, die sind dem Leben zuträglich, die fördern uns oder sind regenerativ. Und dann gibt es natürlich auch das andere. Ich kann einen Frequenzmodulator nehmen und kann auf Ihr Haus oder auf Ihr Auto oder auf Sie eine Frequenz pulsen. Da werden Sie innerhalb kürzester Zeit ganz schlecht drauf sein und depressiv und Suizidgedanken und was weiß ich alles, weil wir aus Frequenzen bestehen. Wir Leute denken immer, ja, wir sind aus Fleisch und Blut und müssen ein bisschen atmen, dass wir durch die Welt hampeln können. Das ist nur ein Teil. Und der Teil ist ein ganz kleiner Teil. Ich habe jetzt gerade von 5% unseres Lebens gesprochen. Und das ist das Fatale, habe ich auch lange Jahre nicht gewusst. 95%, manche sagen sogar noch mehr, unseres Lebens ist feinstofflich. Und dann habe ich in den letzten Jahren einen Satz verinnerlicht, der da heißt, bevor irgendwas in der Materie erscheint oder entsteht, geht eine Information voraus. Und die ist immer eine Frequenz. So. Und wenn ich jetzt dahin gehe, sage ich, ja, warum soll ich dann groß in der Materie rumwurschteln? Dann kümmere ich doch mal mich erst um die Frequenzen, weil die sind ja die Ursache. Und wenn wir so als alte Philosophen darüber sprechen, wie unser Universum entstand, kann ich heute ganz schlau antworten, am Anfang war ein kreativer Gedanke. Was ist das? Eine Information. Ganz genau. Und die kommt über eine Frequenz. Ganz genau. Wir kennen ja auch Rhythmen. Mhm. Wir wissen, was die Sinuskurve ist. Und dass das Leben nicht so läuft oder so, sondern dass alles immer so läuft. Genau. Und ich sage, wir haben auch gelernt mittlerweile, unser Blut läuft nicht so, sondern so. Mhm. Und dann sage ich, wenn ihr euch die Dinge alle anschaut und mal alles so zusammenzieht im Kopf, dann kann im 3D überhaupt nicht die Aussage eines Schlusses sein, dass das alles ist, was unser Leben ausmacht. Mhm. Denn wie oft höre ich Aussagen, das schlägt mir auf den Magen. Jetzt sage ich, was, die boxt doch keiner, oder? Ah, ja, du weißt ja, wie ich das meine. Sag ich, aha, dann ist doch irgendwas da im Äther, was irgendwas verursacht. Und jetzt sind wir beim entscheidenden Thema. Wie haben denn Frequenzen in deinem Leben angefangen zu wirken? Du hast von einer Situation eben gesprochen, die ich auch gut kenne, die heißt Burnout. Mhm. Das war bei mir 2016, hat es mich umgelegt, ebenfalls, wie du sagst, 3 Monate. Ich konnte mich nicht berühren, ich konnte nichts machen, ich konnte noch nicht mehr denken. Mhm. Ich habe mal den Fernseher angemacht zu der Zeit, ich musste gleich wieder ausmachen, ich habe kein Wort verstanden, was der da mir erzählen wollte. Mhm. Also, werden wir durch irgendwas gebremst, wenn wir vom Wege abkommen? Und jetzt kommt es darauf an, sage ich immer, wie sensitiv wir sind. Der eine sagt vielleicht, ja, ich habe mich überarbeitet, nimmt richtig Kräftigungsmittel und macht dann genau wieder so weiter, bis zum nächsten Burnout. Und die anderen, die machen plötzlich, aha, irgendwas stimmte in meinem Lebensrhythmus nicht. Und fangen an, kritisch das anzuschauen und sich dann neue Wege zu suchen, wie wir es gemacht haben. Mhm. Weil den Zustand möchte ich nie mehr, muss ich sagen. Das war wirklich wow. Ja, ja. Wo begann es? Begann es beim Sternenlotus? Und wo war denn die Intention? War die Intention, die ganze Welt glücklich zu machen? War die Intention da, Menschen, die anfangen, die Transformation zu spüren, zu unterstützen auf diesem Weg? War die Intention zu sagen, alle Lebens- und Nahrungsmittel, die wir bekommen, wollen wir in eine höhere Schwingung bringen? Wo lag die Hauptintention bei der Entwicklung gerade dieses fantastischen Teils? Ausgangspunkt war zunächst der Mobilfunk. Ja? Und wir haben jetzt mit dieser Technologie eine Möglichkeit entwickelt, wie wir jegliche Form von Mobilfunkfrequenz, egal ob 2, 3, 4G, 5G oder auch weitere Technologien, in eine Vitalfrequenz verwandeln und dadurch sie dem Raum und dem Körper zurückgeben und nutzbar machen für uns. Das heißt, Energie ist Energie. Ja, das wussten schon viele von uns. Tesla wusste das, Einstein wusste das. Auch viele sehr weise Menschen wissen das. Energie ist da, sie ist neutral. Ja. Mhm. Entscheidend ist immer die Absicht. Ja. Was verfolgt, was ist der Ursame dieser Exakt. Energie oder dieser Technologie? Und wir können mit Hilfe von Information jede Form von Energie zu einer unterstützenden Energie machen, die uns physisch unterstützt, die uns seelisch, psychisch und auf allen Ebenen gut tut und auch unsere Entwicklung unterstützt. Und
Ausgangspunkt war Mobilfunk, aber geworden ist es letztendlich ein Frequenzspektrum und ein Produkt, das uns wirklich auf allen Ebenen unterstützt. Auch vor allen Dingen in dieser Transformationszeit. Und wir sind ja alle hier, wir haben entschieden, hier zu sein, genau jetzt in diesem großen Wandel. Und dieser Wandel, der passiert zwar im Außen, im Endeffekt ist es aber wie immer ein Wandel im Innen. Ja, du sagtest eingangs hast dieses Beispiel gebracht. Am Anfang hatte jemand eine kreative Idee. Ja, das ist immer der Ausgangspunkt. Also es kommt von innen und im Außen zeigt es sich dann, manifestiert sich. Deswegen ist dieser große Wandel, den wir erleben, immer ein Wandel, der in erster Linie in jedem Einzelnen von uns stattfindet. Ja, wir brauchen nicht versuchen, auf dieser Ebene, auf dieser Bewusstseinsebene, in der wir uns befinden, etwas im Außen zu lösen. Weil das Außen ist immer nur ein Spiegel dessen, wie es uns geht, ja, wie unsere Welt im Innen aussieht. Ja. Es werden also, wenn man es auf der gleichen Bewusstseinsebene versucht zu lösen, immer die gleichen Schauspieler oder zumindest Protagonisten, ganz genau, auf dieser Bühne stehen. Ja. Vielleicht tragen sie einen anderen Namen, aber die Situation wird sich nicht verändern. Ja. Erst wenn wir in uns ein neues Bewusstsein entwickeln, und das ist in jedem von uns schon absolut da, ja, wir müssen nicht erst etwas lernen, wir wissen es bereits, nur wir haben es vergessen. Ja. Wenn wir das in uns also wieder entfalten und dadurch in ein höheres Bewusstsein, sprich in eine höhere Frequenz gehen, dann werden sich auch die Situationen im Außen entsprechend verändern. Es ist also jeder von uns eigenverantwortlich, selbstverantwortlich gefordert, diesen nächsten Schritt zu gehen, wenn er oder sie will, dass es ihm oder ihr gut geht, ja, in dieser neuen Welt, weil die Frequenzen auf der Erde, die steigen, ja, und alles, was dieser Frequenz nicht mehr entspricht, das fliegt wie in einer Zentrifuge aus unserem System, ja, deswegen geht es uns auch nicht gut, ja, vielen Menschen geht es physisch nicht gut, viele Menschen haben psychische Probleme im Moment, das sind letztendlich alles Entwicklungen, wo das Alte unser System verlässt, ja, und genau für diese Zeit, dass wir die Kraft haben und entdecken, dass in letzter Konsequenz nur wir selbst unsere Heilerinnen und Heiler sind. Ja? Dafür ist der Sternenlotus da, um uns daran, an diese Göttlichkeit in uns wieder zu erinnern. Ja. Also während du jetzt gerade gesprochen hast, sind mir 25 Tipps aufgegangen im Kopf. Ein guter Satz, der dazu passt, ist, hat vor kurzem ein weiser Mann zu mir gesagt, die Menschen müssen jetzt verstehen, dass der Zeitpunkt gekommen ist, wo sie ihre Schöpferkraft annehmen müssen. Er sagt, alle, die meinen, sie könnten sich raushalten, das gibt es im Leben nicht, raushalten, sagt er. Raushalten heißt gehen. Er sagt, also, du musst jetzt entscheiden, willst du mit der neuen Entwicklung mitgehen? Also ich möchte auch meine Schwingung immer schön hochhalten in der liebevollen Ebene. Ich möchte, dass sich mein Bewusstsein nicht erhöht, braucht man nämlich gar nicht, sondern erweitern muss ich es. Also es muss eher in die Breite gehen, statt noch weiter hoch. Und dann sage ich auch, vergesst Leute, nicht eins, Leute. Glaubt nicht, dass der Schöpfer zulässt, dass jemand hierher kommt, der halb fertig ist. Das gibt es nicht im Schöpfungsplan. Das heißt, alle Menschen, die hierher kommen, sind fertig, komplett. Die sind komplett. Die brauchen sich nicht mehr entwickeln, die brauchen auch nicht ihr Bewusstsein erhöhen. Nein, sie sind mit allem gekommen. Nur, wie du es gerade gesagt hast, wir haben es vergessen. Und jetzt müssen wir lernen, wieder darauf zuzugreifen. Mhm. Und ich sage, da gibt es ein schönes Wort, wir müssen uns wieder ermächtigen, die zu sein, die wir eigentlich immer waren. Ganz genau, weil wenn wir uns nämlich ermächtigen, dann nehmen wir die Macht zu uns zurück. Ja? Das ist also der Wechsel von dieser Ohnmacht im Moment, ja? Wo die meisten Menschen sich noch befinden, hin in die Macht. Und mächtig ist man dann, wenn man ausgedehnt ist, wenn man groß ist. Ja? Wenn man Angst hat, ja, dann ist man klein und zusammengezogen, dann ist man auch angreifbar, richtig, kontrollierbar, ja, abhängig von etwas anderem. Wenn wir aber in unsere Größe gehen, in die Ausdehnung, dann sind wir nicht angreifbar. Ja. Das sieht man ja auch im Beispiel von Krankheiten. Wenn der Mensch in seiner physischen Struktur angeschlagen ist, ist automatisch seine Schwingung geht nach unten. Weil er hat keine Strahlkraft mehr, wenn der Körper nicht funktioniert, hat die Psyche auch ein Problem, weil sie versucht, es immer wieder aufzufangen. Und ich sage, unser bedeutungsgebender Roboter hier oben drin, der will uns immer suggerieren, dass es uns gut geht. Ja, der geht's gut, das machen wir alles gut, das ist gut, weil
die Seele will ja nicht leiden, die ist ja nicht zum Leiden hierher gekommen. Dann sage ich, und jetzt haben wir ein Problem, jetzt haben wir durch unser Leben, weil wir meinen, die rechten Menschen sind die, die viel arbeiten und meistens körperlich, dass sie dann mit 50 und so daherkommen. Das kriegen wir anerzogen, dass das erstrebenswert ist. Aber meine Lieben, ich muss euch sagen, das sind alles alte Modelle. Und fahrt ihr noch ein Auto von 1904? Wahrscheinlich auch nicht mehr. Ihr werdet auch keine Geräte mehr benutzen aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Heute haben wir Elektronik und teilweise funktionieren sie nicht mehr. Warum leben wir dann aber nach Lebensvorstellungen aus dem letzten Jahrhundert? Und warum verstehen wir nicht, dass jede Zeit ihre neuen Dinge hat, die wir integrieren müssen? Ich habe da ein schönes Zitat aus der Hopi-Prophezeiung, das da heißt, haltet nicht fest an den vermeintlich sicheren Ufern eurer Zeit. Lasst euch treiben im Strom der Zeit und schaut, wer mit euch ist, denn ihr seid die, auf die wir alle gewartet haben. Und das ist das Entscheidende. Wunderbar, Gänsehaut. Ja. Ja, und es ist ein ganz entscheidender Punkt, sage ich den Menschen immer. Jede Zeit hatte ja ihre speziellen Dinge. Und ich sage, wir können ja durch Dokumentationen und Filmtechniken und alles schon zurückgucken, so bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Sag ich, und guck doch mal, was in den 100 Jahren von 1920 bis 2020, was da passiert ist. Das waren Quantensprünge. Ich sag mal ein bisschen schludrig gesprochen, 1914, 18 ist noch ein Kaiser durch die Gegend gehampelt auf dem Pferd mit so einer Pickelhaube auf dem Kopf. Also wenn den heute einer sehen wird, würde er wahrscheinlich fragen, ist Karneval. Das war damals normal. Wenn ich jetzt an meinen Großvater denke, was der mir noch immer Geschichten erzählt hat, der ist 1900 geboren. Also der ist alles noch erlebt mit Kaiser und weiß der Teufel was. Und wenn der immer gesprochen hat, dann habe ich gemerkt, wo der Unterschied war. Der hat mir einen Zustand vermittelt, wo ich dran erkennen konnte, dass der nicht okay war für die Menschen. Weil Kaiserreich ist nichts anderes wie eine Diktatur. Der Kaiser sagt, was zu tun ist und alle anderen haben das zu machen. Man sieht ein bisschen schöner aus, haben buntere Uniformen und so und viel Theater drumherum. Aber letztendlich ist es auch ein machtgebundenes System, wo es eine gewisse Anzahl von Menschen gibt, die entscheiden, was die anderen zu tun haben. Und wenn wir jetzt wieder auf unser göttliches Schöpferprinzip zurückgehen, und dann müsste ich den Kaiser ja mal fragen, ja, bist jetzt nur du Schöpfer und die da unten, was sind die denn? Das Entscheidende ist ja in dieser ganzen Situation, dass wir Menschen erkennen dürfen, dass alles bereits in uns veranlagt ist. Ja. Ja. Wir sind göttlich, ja, nur wir haben es ganz tief vergessen. Wir sind also in diese Illusion der Trennung gegangen und diese Trennung hat uns geschwächt. Wenn wir verstehen, dass wir nicht voneinander getrennt sind, das ist ein, ja, für viele vielleicht neues Konzept, ja, aber ich bitte darum, sich einfach mal auch gedanklich zunächst mal darauf einzulassen, ja. Wenn wir verstehen, dass es letztendlich nur das All eine gibt, ja? Mhm. Und jeder von uns, egal in welchem Körper, in welchem Land er auf die Welt kommt und hier ist, nur ein Ausdruck, ein spezifischer Ausdruck des All einen ist, ja, dann verstehen wir, dass wir nicht voneinander getrennt sind. Na? Das Paradoxon ist letztendlich, dass wenn wir miteinander sprechen, dass wir letztendlich mit uns selbst sprechen, ja. Mhm. In letzter Konsequenz. Genau. Es gibt also keine Trennung. Und wenn es keine Trennung gibt, dann hebt sich diese Dualität, dass es hier jemanden gibt und hier jemanden gibt, auf. Ja? Und das bedeutet, dass nur noch Frieden herrscht, weil für den Krieg braucht es immer zwei. Ne? Absolut. Wenn ich sehe, dass der Nachbar, dessen Garten ja so viel schöner ist und der sich jetzt schon wieder ein neues Auto gekauft hat und einen Traumurlaub macht, ja, letztendlich ein Teil von mir ist und ich ein Teil von ihm, dann kann ich mich sogar mit diesen neuen Sachen, die er hat und mit denen er sich umgibt, freuen. Ja. Ja. Und dann muss ich ihn nicht mehr bekämpfen. Ich brauche keine Eifersucht mehr. Ich brauche auch keine Kleinheitsgefühle mehr. Kein Neid, gar nichts, und keine diese Neid, ganzen nichts, Dinge. Keine Missgunst. Mhm. Ja. Es entsteht Friede. Ja, und dadurch können wir uns aus dieser Dualität, dieser Polarität, die alles Leid verursacht, allen Schmerz, herausschälen. Ja? Und dadurch können wir im Frieden sein. Und darum geht es. Ja? Frieden ist die Basis von allem. Ja? Das ist dieser Entwicklungsschritt. Ja? Und das ist genau dieser Step,
Denn jetzt die Zeitqualität, das Göttliche in uns verlangt oder uns auffordert dazu. Die freie Wahl haben wir trotzdem. Ja? Und genau für das ist der Sternenlotus da. Ja? Und er hilft uns, in unsere Kraft zu kommen. Er transformiert auch die Energien im Außen, zum Beispiel Mobilfunk oder auch geopathische Frequenzen, ja? Wie zum Beispiel Wasseradern, Erdverwerfungen oder auch karmische Informationen, zum Beispiel in dem Grund und Boden, wo wir wohnen, auch Radarstrahlung, all das. Aber er hilft uns auch, in unser Bewusstsein wieder zu kommen, beziehungsweise das Bewusstsein in uns über die Ganzheit, die wir letztendlich sind, wieder zu aktivieren und das letztendlich dann zu leben. Nikolaus, ich danke dir. Wir wollten ursprünglich noch einen kleinen Film einspielen, wo es darum geht, wie man auch nachweisen kann, wie diese Produkte wirken. Aber die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Das bedeutet, das war der erste Teil einer dreiteiligen Serie, wo wir uns mit Blooming, mit dem Hintergrund, mit den Produkten, den Wirkungen und auch entsprechenden Nachweisen beschäftigen. Ich kann bloß zu Ihnen sagen, wir haben so vieles uns angeschaut und haben auch über eine lange Zeit getestet, was geht denn und was geht denn nicht. Aber die Regie hat mir gerade signalisiert, es geht doch noch. Dann zeigen wir Ihnen jetzt kurz einen Beitrag, wo ein Heilpraktiker, der über die entsprechenden Technologien verfügt, einmal geschaut hat, wirkt das überhaupt? Gibt es überhaupt eine Resonanz im Körper und gibt es eine messbare Ebene, wo wir schauen können, wenn sich jemand mit dem Sternenlotus beschäftigt oder eines dieser Produkte am Körper trägt, an seinem Handy hat, in seinem Auto hat, passiert dann überhaupt was oder ist mehr Dekoration? Viel Vergnügen. Also die Testreihe ist so aufgebaut, dass man zunächst Probanden braucht. In diesem speziellen Fall haben wir 5 Probanden ausgewählt. Die bewegten sich vom Alter her zwischen 10 und 50 Jahren, Frauen und Männer gemischt. Und der Fokus lag darauf, der Proband sollte sich 10 Minuten lang auf den Sternenlotus von Blooming Life stellen. Und danach wurde sofort die zweite, also die Nachhermessung, durchgeführt. Und seit vielen Jahren habe ich ein System entdeckt, ein sehr, sehr interessantes und aufschlussreiches System, das in der Lage ist, das menschliche Energiesystem objektiv und grafisch zu messen und sichtbar zu machen. Und das hat mich eigentlich von Anfang an fasziniert. Das System arbeitet mit elektrischen Impulsen, die über 6 Elektroden, es handelt sich um Fuß-, Hand- und Stirnelektroden, an den Probanden, an die Testperson abgegeben werden. Und in einem Rückkopplungsprozess sieht man die Verbindung zu Organen und anderen energetischen Systemen. Und das ist sehr, sehr aufschlussreich, weil man sieht beispielsweise die Organe eines Menschen, man sieht die Zähne, man sieht die Wirbelsäule, wie sie eigentlich vom energetischen her abweichen, vom Optimum abweichen. Und es ist möglich, hier wirklich alle Einflüsse, die einen Menschen von außen beeinflussen können, sichtbar zu machen. Also, wenn man ein Produkt hat, das eine sehr gute Wirkung auf das energetische System eines Menschen hat und eine rasche Wirkung auf das energetische System hat, dann kann man das binnen oft schon weniger Sekunden oder weniger Minuten darstellen im Sinne eines Vorher-Nachher-Vergleichs. Man sieht sehr schön, wie sich zum Beispiel die Energie von bestimmten Organen verändert. Wie verändert sich die Energie vom Herzen, vom Magen, vom Darm? Und man sieht natürlich im Vergleich, wie ein Produkt oder eine Leistung innerhalb kurzer Zeit diese Werte verbessern kann.
Aus meiner Sicht hat sich in dieser Testreihe klar feststellen lassen, diese positiven Auswirkungen des Sternenlotus von Blooming Life. Ja, wie gesagt, wir haben 5 Probanden getestet und die Ergebnisse waren sehr interessant. Wenn man alle 5 Probanden sozusagen zusammenfasst, dann hat man herausgefunden, dass 49% aller bioaktiven Zonen, das wären die Zonen, die gemessen werden, sich positiv verändert haben. Und von diesen 49% positiven Veränderungen haben sich mindestens ein Viertel um mindestens 50% positiv verändert. Das heißt, die Anpassung Richtung Optimum ist bei 49% aller getesteten Bioaktivzonen passiert. So, hier in dieser Grafik sieht man die Gesamtauswertung über die gesamte Testreihe, also über die 5 Probanden zusammengefasst. Und das Ergebnis hier ist klar. Fast die Hälfte aller gemessenen Bioaktivzonen haben sich positiv verändert. So, meine Lieben, Sie haben es gesehen, fantastisch. Ganz kurz noch, weil die Sendung zu Ende geht. In der zweiten Sendung werden wir nochmal definieren, was wurde da genau gemessen, in welchem Hintergrund und ist die Messung auch bei anderen möglich? Kann man das immer wieder wiederholen oder ist es nur ein Momentum? Was wollten wir bei der Sendung, Nikolaus? Wir wollten im Prinzip zeigen, dass es heute Möglichkeit gibt, sich selbst, sein Umfeld, seine Haustiere, seine Pflanzen in der ganzen Entwicklung zu unterstützen, dass wir wieder in unsere Kraft kommen, aber in die Kraft der neuen Zeit. Und die ist leicht, sage ich immer, die ist liebevoll und die ist immer mit einem Lächeln verbunden. So ist es. Da müssen wir hin. Du, danke, dass du da warst. Es war eine tolle Sendung. Die nächsten beiden freue ich mich schon drauf. Wir produzieren die natürlich gleich im Ansatz, klar, aber senden tun wir sie im Rhythmus, wie Sie es in der Programmzeitschrift bei Alpenwelle und Alpenland TV sehen oder auf unseren Videokanälen bei YouTube, Vimeo und den entsprechenden Social Networks. Ich bedanke mich, liebe Zuschauer, dass auch Sie heute wieder dabei waren. Spannendes Thema. Verfolgen Sie das, denn das sind die kleinen Helfer, die Ihnen den Weg in die Zukunft erleichtern und auch verständlich machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.